Paragraph 224 Gefährliche Körperverletzung. Wer die Körperverletzung Nummer 1 durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, Nummer 2 mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, Nummer 3 mittels eines hinterlistigen Überfalls, Nummer 4 mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder Nummer 5 mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung begeht, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren, in minderschweren Fällen mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Gift. Gift ist jeder anorganische oder organische Stoff, der in der konkreten Verwendung durch chemische oder chemisch-physikalische Wirkung die Gesundheit erheblich zu beeinträchtigen vermag. Gesundheitsschädliche Stoffe. Andere gesundheitsschädliche Stoffe sind Substanzen, die durch mechanische oder thermische Wirkung die Gesundheit erheblich zu beeinträchtigen vermögen. Beibringen. Der Täter bringt das Tatmittel bei, wenn er es derart mit dem Körper verbindet, dass es seine gesundheitsschädliche Wirkung entfalten kann. Waffen. Waffen sind Gegenstände, die, wie Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen, zur Herbeiführung erheblicher Verletzungen allgemein bestimmt sind. Vergleiche § 1 Waffengesetz. Gefährliches Werkzeug. Gefährliche Werkzeuge sind alle bewegbaren Gegenstände, die geeignet sind, nach der Art und Weise ihrer konkreten Verwendung erhebliche Verletzungen hervorzurufen. Überfall. Überfall ist ein plötzlicher Angriff auf einen Ahnungslosen. Hinterlist. Hinterlistig ist der Überfall, wenn der Täter seine Angriffsabsicht planmäßig verbirgt, um dadurch dem Gegner die Abwehr zu erschweren. Gemeinschaftliche Körperverletzung. Eine Körperverletzung wird gemeinschaftlich begangen, wenn mindestens 2 Personen bei ihrer Ausführung zusammenwirken. Lebensgefährdende Behandlung. Eine das Leben gefährdende Behandlung liegt vor, wenn die Verletzungshandlung generell geeignet ist, das Leben des Opfers in Gefahr zu bringen.